Grösser, Österreichs bestes Bier. Träumen Sie davon, Hausbesitzer zu sein? Träumen Sie nicht nur, sondern setzen Sie Ihren Wunsch in die Tat um. Kärntner Haus ist Ihr kreativer Partner zur Verwirklichung Ihrer Wohnträume, egal ob Ziegelmassiv oder Holzriegelbau. Kärntner Haus, mit Vertrauen bauen. Die Firma Juri ist ein Unternehmen der Rohrer Group mit Sitz in Nickersdorf bei Leoben und ist spezialisiert auf Industriereinigung, industrieller Gerüstbau, Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandtechnik-Isolierungen. All diese Leistungen bietet Firma Juri Industrie- und Privatkunden an. Juri, der Partner in der Umwelttechnik mit Standort in Nickersdorf. Toll, dass Sie wieder beim Schlagerspiel der Runde mit dabei sind. Wir servieren ein Zuckerl, ein richtiges Fußballzuckerl aus der Gebietsliga Mürz. Da trifft der Tabellenführer der SV Mitterdorf auf den Verfolger, auf den Tabellenzweiten, auf St. Michael. Und einen Punkt liegt St. Michael hinter Mitterdorf. So gesehen dürfen wir wirklich ein ganz, ganz spannendes Spiel erwarten. Und die St. Michler, die kommen mit einer starken Waffe, mit Czapuschnik als Stürmer. Der hat schon in 8 Spielen 19 Treffer am Konto. Schauen wir uns das an, dieses Match. Heute ist wirklich ein Schlüsselspiel, Erster gegen Zweiter. Wir hoffen, dass wir heute einen knappen Sieg einfahren können. Mitterdorf hat eine ganz junge Truppe, aber heute fehlen 3 Stammspieler. Leider sind in der Partie gegen Dragös 2 wichtige Spieler gesperrt worden. Ein Dritter ist verletzt, aber wir hoffen trotzdem, dass wir die Ausfälle kompensieren können. Wichtig ist natürlich auch, bei St. Michael spielt der Czapuschnik 19 Treffer am Konto in 8 Spielen. Auf den muss man besonders aufpassen. Wir haben natürlich Respekt von Herrn Czapuschnik, aber keine Angst. Hoffen, dass wir ihn heute neutralisieren können. Zu diesem Gebietsliga-Match kamen 200 Zuseher in die Mitterdorfer Au. Schließlich geht es um die Tabellenführung. Bei einem Gästesieg würden die St. Michler die Führung übernehmen. Bei einem Unentschieden bleiben die Mitterdorfer an der Spitze. Trainersohn Flo Fuchs wird sicher mal in die Fußstapfen des Vaters treten. Gabelt schon ganz brav. Schiri Roland Schweiger aus Möderbruck gibt den Ball frei. Los geht's. St. Michael in Schwarzspielern startet in Minute 2 gleich einen Angriffsversuch und deutet seine Gefährlichkeit an. Die Gäste haben in den absolvierten 8 Spielen 33 Tore geschossen. Eine super Leistung des Aufsteigers. Walter Roberto Schachner macht da Druck, versucht's mit einem Schussversuch. Die Gäste in den ersten 15 Minuten spielerisch gut drauf. Spielstand 0:0. Aber nun die Mitterdorfer über die linke Seite mit Angriff. Singer stangelt zur Mitte, ideal auf Olschnecker. Olschnecker rollt da daneben, vergibt diese hundertprozentige Möglichkeit. Schiri Roland Schweiger leistet gute Laufbereitschaft, macht seine Sache gut, stellt sich nicht in den Mittelpunkt. Bei diesem Mitterdorf-Angriff ist auch Ballglück dabei und der abgefeuerte Schuss zu zentral. Auf der Gegenseite nach Eckball gibt's für St. Michael eine gute Kopfballchance. An Abwechslung fehlt's nicht. Bei St. Michael spielt Wolfgang Bucher eine gute Partie, hat sich das super geleistet. Knapp vor der Pause wollen die Gäste die Führung, aber es bleibt beim 0:0 und mit diesem 0:0 geht's in die Pause. Wir machen ein Plauscherl mit Gemeinderat Franz Wolfgang Löcker. Wir sind leider abgestiegen von der Unterliga und trotzdem ist es dem Vereinsvorstand, dem jungen Vereinsvorstand gelungen, Mitterdorf jetzt in der Gebietsliga an die Spitze zu führen. Da kann ich nur herzlichst von der Gemeinde aus gratulieren. Das freut uns ganz besonders. Patriotismus ist natürlich dabei. Und ich würde mir heute einmal ein Spitzenspiel erwarten. Fair, gerecht, sportlich, aber vor allem, dass Mitterdorf gewinnt. Aber es wird nicht nur für die Fußballer viel getan, überhaupt für alle Sportler in Mitterdorf. Das ist auch ganz, ganz wichtig, vor allem die Jugendarbeit. Da trägt auch der Sportverein wesentlich dazu bei.
Und das ist allgemein so, alles, was die Jugend bindet, dass man es wegholt zu sinnvollen Tätigkeiten. Das Freibad zum Beispiel ist ja auch mitentscheidend, dass man viel tut. Und ganz besonders möchte ich auch auf das Neue hinweisen, die Kletterhalle, die in Mitterdorf errichtet wird, auch das trägt natürlich viel dazu bei, die Jugend zum Sport zu führen, einfach diese Bewegungsarmut ein bisschen zu bekämpfen, dass man da viel dazu beiträgt. Unser Nationalteam hat einen neuen Teamchef. Wer ist das? Ja, der Kohler heißt er, von der Schweiz. Kohler ist richtig, Marcel Kohler. Wo hat denn der trainiert? In der Schweiz und in Deutschland? Bei welchen Vereinen? Basel, Wedel, Zürich. Grasshoppers. Grasshoppers, Zürich ist auch richtig. Und in Deutschland? Warte mal. Köln? Warte mal, was für ein Verein hat er denn aufgebracht? Duisburg? Bochum und Köln. Ja, du hast meine Fragen richtig beantwortet. Gewinnst 2 Thermenkarten der Aqualux Therme Vonsdorf. Gratulation. Danke sehr. Auf in die zweite Spielhälfte. In Minute 49 Mitterdorf-Angriff und 11er Alarm im St. Michel-Strafraum. Eine Berührung war dabei, Schiri Schweiger lässt weiterspielen. Das ist Teamarbeit, ein nettes Bild. Florian Buchgraber setzt zum Sturmlauf an, aber der Buchgraber-Schuss zu schwach ausgefallen, zu unplatziert. Nun gibt's 2 Kopfballmöglichkeiten für Czabuschnik, aber keinen Treffer, der Eckball bringt auch nichts ein. Bei dieser Aktion fordern die Gäste Elfer, aber Schiri Schweiger lässt da weiterspielen. Ich glaube, da war eine Berührung vom Tormann dabei. St. Michael mit guter Offensive in den letzten 10 Minuten. Langer Ball auf Czabuschnik. Czabuschnik nimmt den Ball in der Bewegung gut mit, legt sich das Leder aber zu weit vor. Vorbei ist's mit dem Sitzer. Da hat Buchgraber von Dubjanowski eine schöne ausgefasst. Das gibt berechtigt Gelb. Nun gibt's noch Mitterdorf-Freistoß, ausgeführt von Kandelbauer. Der Ball bleibt da ein bisschen hängen, aber der Mitterdorf-Stürmer kommt da nicht richtig ran ans Leder, trifft schlecht, zum Glück für die Gäste. Die letzte Aktion in diesem Match, dieser Gäste-Eckball. Der Eckball bringt nichts mehr ein und das war's. Mitterdorf und St. Michael trennen sich in einem hochinteressanten Match mit einem 0:0 Unentschieden. Gute Vorstellung beider Teams. Die Stimmen zum Spiel. Wir sind herkommen, mit dem Ziel einen Punkt zu machen. Und jetzt muss ich sagen, hätte man mindestens 3 Punkte verdient. 4 kann man nicht machen. Die besseren Chancen hat eigentlich St. Michael gehabt im Großen und Ganzen. Natürlich, St. Michael hat sicher die besseren Chancen gehabt, aber wie es halt normal ist, kriegst du ein Tor. Die haben auch Chancen gehabt, müssen wir trotzdem froh sein, dass wir nicht verloren haben. Und das Match natürlich spannend bis zum Schlusspfiff. Ja, Titelkampf natürlich, das ist halt so. Wobei ich sagen muss, wir sind ja keine Titelfavoriten, das sind wir nicht. Wir sind ja Aufsteiger. Aber für einen war es natürlich 2 verlorene Punkte. Nicht? Da spielen wir einen Titel mit, das ist klar. Aber wenn man auch als Aufsteiger so eine gute Rolle spielt, man liegt auf Platz 2, einen Punkt hinter dem Tabellenführer, da kann man auch mit dem Meistertitel ein bisschen liebäugeln. Ja, liebäugeln. Wenn man aufsteigt, liebäugelt man nie mit einem Meistertitel natürlich. Aber wir sind jetzt am zweiten Platz und haben sehr gute Leistungen gebracht bis jetzt. Haben wir heute, sage ich, waren wir sicher die bessere Mannschaft und das sind Erster. Also was soll man sagen, Falle, sind wir vorne dabei. Die Tabellenführung hat man behalten, 0:0 gegen St. Michel. Ich glaube, St. Michel ist ein sehr starker Aufsteiger. Das hat man heute auch ein bisschen zur Kenntnis nehmen müssen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben es vorher schon gewusst mit St. Michel und mit Breitenau. Das werden die Konkurrenten sehen, wo es um einen Mastertitel geht. Obwohl, sagen wir es, wir haben uns vorige Woche selber geschwächt. Mit den 2 Ausschlüssen in der Gös drin, wo wir das Spiel dann auch verdient verloren haben, muss man auch dazu sagen. Wenn wir vielleicht voll besetzt gespielt hätten, war vielleicht mehr drin gewesen, aber ich muss sagen, heute bin ich zufrieden mit dem einen Punkt. Ich habe festgestellt, ihr habt eine ganz blutjunge Mannschaft. Ja, wir haben im Sommer jetzt gesagt, dass wir müssen etwas machen, jetzt, wir müssen die Jungen wieder zubringen. Haben uns aber gut verstärkt mit Weinland Mich im Tor, der was von Graz auf ist. Und mit dem Singer Jasch von der Stanzasse, weil den kenne ich gut, weil der bei mir in der Stanz auch gespielt. Und ich glaube, das waren so wichtige Punkte, dass wir uns verstärkt haben, der, was die Jungen führen, mit dem Kandelbau in der Mitte. Und ich glaube, die Mischung passt. Gut getan hat natürlich heute auch viele Zuseher waren da. Ja, es
Es ist eh Wunder, weil in letzter Zeit, wir spielen immer recht gut. Ich habe in Gusswag immer super gespielt, da waren in Gusswag viele Zuschauer. Und daheim bis jetzt waren immer eher wenig Zuschauer. Und heute hat es einmal passt. Ich meine, wenn es ein Spitzenspieler ist, steigen jetzt weiter, dann müsste es mal noch mehr sein. Also wie heute. Ich meine, beim ersten Spiel das Derby gegen Wartberg waren auch nur 200 Leute. Ich meine, das ist ja für Derby Wartberg mehr, da warten sie normalerweise auch mehr. Aber wir sind froh, dass wir schon langsam wieder mehr Zuschauer bringen als da. Und wenn das so weitergeht, der Frühjahr weitergeht, dass da vielleicht passt es, dann wenn wir Meister schaffen und dann vielleicht die Zuschauer wieder kommen.